Also wenn ich ehrlich bin, ich sehe eigentlich vor meinem inneren Auge nur noch Beton und Boden. Ich bin eigentlich durch das Dach durchgefallen. Hallo miteinander, ich bin Lisa Götte und bin gelernte Bauspenglerin. Also es war eigentlich so, ihr müsst euch vorstellen, das ist ein Steildach, das mit Pavatex ausgelegt ist. Pavatex ist ein Material, wo du nicht einfach draufstehen solltest. Ich bin mit einem Stück reingekommen, eigentlich so auf den Händen, oder? Bin das Dach drauf. Dann hast du immer so Markierungen, eben, wo das Holz unten dran ist, wo du eigentlich laufen kannst. Jetzt, weil es halt geregnet hat an diesem Tag, ja, ist die Spickschnur halt verlaufen, oder? Ja, und ich halt wahrscheinlich auch nicht studiert gross in dem Moment, laufen durch. Und ja, dann hat es schon Klack gemacht. Ich konnte mich noch abfangen mit meinen Handgelenken, die ich mir jetzt schlussendlich versicht habe. Aber hey, ich lebe noch. Ja, bin nicht durchs Dach gefallen, sonst wäre ich etwa 5 Meter auf dem Betonboden runtergeknallt. Also der erste Moment war vor allem psychisch sehr belastend. Ich war dort noch in der Lehre. Beide meine Handgelenke waren auf Deutsch gesagt am Fütteln. Meine Hände, das ist mein Werkzeug, die brauche ich zwingend. Und ja, eine richtig gute, lange Heilungsphase wäre Abbruch gewesen. Und die hatte ich halt nicht gehabt. Meine Familie war sicher sehr geschockt. Vor allem eben meine Mama. Meine Mama war immer schon nicht so Fan, dass ich auf dem Dach stehe. Ich habe mich dann eher an meinen Papa gewendet, weil der halt auch vom Bau kommt. Also mir war es auch wichtig, dass ich mit meinem Chef und mit meinem Lehrmeister ins Reine komme. Weil die waren halt der Meinung, hey, du bist schuld. Und du bist schuld, hast du jetzt 2 kaputte Handgelenke. Und ich war an einem Punkt, dort, wo ich einfach nicht so belastbar war. Und mich dann wirklich eigentlich mehr zurückgenommen haben und das für mich ausgekäst haben, sage ich jetzt einmal. Mein Unfall hätte man in dem Sinn können verhindern können, wenn man sicherlich unten dran ein Fangnetz gehabt hätte, was halt nicht der Fall war. Wobei, eben, es hätte mich wahrscheinlich gleich irgendwie verworfen und dann hätte man vielleicht einfach den Arm gebrochen. Aber ja, eben durch die Wetterumstände, schwierig. Arbeitssicherheit ist bei uns sicher ein Thema in der Bude. Wenn ich ganz ehrlich bin, wird vieles aber überschaut. Ich war schon in ein paar Betrieben. Den einen war es besser, bei den anderen war es wirklich miserabel. Ja, ich habe auf jeden Fall ganz klar gemerkt und gelernt, einfach einmal Nein zu sagen. Und zu finden, hey, nein, ich stehe für das her. Weil ich muss es ja machen und ich habe die Verantwortung über mich selber. Die übernimmt niemand. Also ich möchte auf jeden Fall jedem Einzelnen und jeder Einzelnen da draussen auf den Weg geben, dass es mega wichtig ist, in deinem Tempo zu arbeiten. Sicher, wir fangen in der Lehre an, wir sind eigentlich noch rechte Schlümpfe, oder? Wir haben keine Ahnung, die Handhabung, die Routinen sind nicht um. Aber es ist auch wichtig, von Anfang an einfach Step by Step und nicht Step, oder ohne Pause. Darum lieber mal ein bisschen Gang zurückfahren. Und ja, saubere Sachen abliefern.